Bilder des Monats. Die Bilder des Monats Mai. Der Monat fing mit einem Feiertag an. In Karlsfeld war da sogar noch etwas von dem Schnee zu finden, der zum Skifasching fehlte. Und wie sich das närrische Treiben im kleinen Örtchen seit über 5 Jahrzehnten einer großen Beliebtheit erfreut, könnte sich auch das Karlsfelder Maifest etablieren. Zum 12. Mal wurde es in diesem Jahr am 1. Mai gefeiert, als ein Fest rund um den Maibaum. Als gemeinsam von 10 rückwärts gezählt wurde, hätte man sich's noch überlegen können. Doch ein Rückzieher wollte keiner machen. Etwa 200 hartgesottene Wasserratten sprangen am 4. Mai tapfer und dabei gut gelaunt in das 15 Grad kalte Wasser des Filzteiches. Und dann nichts wie raus zum Schneeberger Strandbad. Dieser Aufforderung der Stadtwerke Schneeberg sind zudem über 2500 Besucher nachgekommen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Nein, die längste Picknicktafel der Welt wurde es nicht, aber die längste, die das erzgebirgische Auerbach je gesehen hat. Organisiert von den 3 Kirchgemeinden legten dafür am Sonntag, dem 5. Mai, im Friedrich-Wilhelm-Wieland-Park viele mit Hand an. Als alle Tische standen, wurde durch Walter Kehrer eine Länge von 60,7 Meter gemessen. Im Vergleich mit den 155,9 Metern in St. Peter-Ording scheint das wenig, doch Pfarrer Frank Trommler und Bürgermeister Horst Kretschmann waren dennoch begeistert über den Zusammenhalt in ihrem Ort. Anlass für die Aktion war die Einweihung einer neuen Sitzgelegenheit im Park. Eine Ausstellung wurde zum Männertag in Kunersdorf im Haus der Vereine eröffnet. Anlass war das 100-jährige Vereinsjubiläum. Wie zur Ausstellung zu erfahren war, hatte der Schnitzverein Kunersdorf da 24 Mitglieder plus 5 schnitzende Kinder. Zum Himmelfahrtstag gab es zudem bestes Ausflugswetter. Dazu fällt vielen aus nah und fern Oberwiesenthal mit dem Fichtelberg ein. So waren dann dort auch zahlreiche Menschen an der frischen Luft unterwegs. Wanderer, Autofahrer, Biker und Radfahrer zog es gleichermaßen in die Natur. Vom 9. bis 12. Mai zogen die 30. Schwarzenberger Eisenbahntage viele Besucher an. In diesem Jahr rückten die Mitglieder des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde neben ihren historischen Fahrzeugen die moderne Eisenbahn in den Mittelpunkt der Ausstellung. Insgesamt besuchten ca. 3.500 Besucher an den 4 Tagen das Eisenbahnmuseum in Schwarzenberg.
Einen ganz starken Auftritt hat der Schneeberger Markt am Pfingstmontag erlebt. Der Ruhrkohlechor hatte vor dem Rathaus Aufstellung genommen, um gemeinsam mit Bürgermeister Ingo Seifert, dem ersten und zweiten Vorsitzenden des Sächsischen Landesverbandes, der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, Rai Letsch und Heino Neubert, sowie mit allen Zaungästen das Steigerlied zu singen. Auerbad Schlema soll ein neues, modernes und attraktives Standesamt bekommen. Für die Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Clemens-Winkler-Clubs zu einem interkommunalen Standesamt hat die Landesdirektion Sachsen der Stadt am 22. Mai Fördermittel in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro bewilligt. Das UNESCO-Weltkulturerbe Montanregion Erzgebirge Krušnohorí lebt nicht zuletzt von den vielen kleinen Geschichten rund um den Bergbau. Eine solche wird in Mildenau beständig weitergeschrieben. Am 25. Mai kam ein neues Kapitel dazu. Seit dem 3. Oktober 2012 gibt es auf dem Grundstück Wiesenbader Straße 7 die Bergbauglocke St. Petrus. Und seit 10 Jahren ruft die nach einer genehmigten Läuteordnung 4-mal im Jahr Einwohner und Gäste mit dem Quartalsläuten. An besagtem 25. Mai erklang die Glocke zum 2. Mal in diesem Jahr zum Bergquartal. Die Errichtung des Katastrophenschutzhofes des Erzgebirgskreises in der Kreisstadt kommt gut voran. Nachdem vor einem knappen Jahr in Annaberg-Buchholz Richtfest für den ersten Gebäudekomplex gefeiert werden konnte, ist nunmehr der erste Bauabschnitt des Gesamtprojektes abgeschlossen. Am 27. Mai wurde der erste Teil des Neubaus eingeweiht. Helfen in Not ist unser Gebot. Auch die Freiwillige Feuerwehr in Alberoda hat sich diesem Leitmotiv verschrieben. Am 27. Mai 2024 wurde dennoch gefeiert. Es gab auch guten Grund dafür. Ein neues Feuerwehrgerätehaus ist fertig. Mit dessen Einweihung verbessern sich die Bedingungen für die Freiwillige Feuerwehr in Alberoda erheblich.